Willkommen zurück zu meiner Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Wir sind ja jetzt hier in Erzelingen im Pokémon Center und ich sag's gleich mal vorweg, ich habe offscreen ein bisschen gelevelt. Und zwar sind meine Pokémon jetzt alle einheitlich Level 20. Ein paar haben auch neue Attacken bekommen, zum Beispiel kann Sengo jetzt Schlitzer. Und ich glaube Firnentor kann Flammenrad, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet oder ob das bei euch noch Glut war. Jedenfalls kann Tornupto Flammenrad und ich glaube, das war es auch schon an neuen Attacken. Alles andere ist euch bekannt soweit. Ja, genau. Bevor wir uns jetzt in die Arena begeben, besuchen wir erstmal noch ein bisschen die restlichen Häuser hier und schauen mal, was die Leute hier so zu sagen haben. Hast du unser Gebäude schon gesehen? Wir, Team Galactic, sind so stinkreich, dass wir 10 Stück davon bauen könnten. Das ist schön für euch. Auf zu den Schätzen! Ich bin aus Erzelingen. Ich arbeite dort im Bergbaumuseum. Der Untergrundmann hat mir Tipps gegeben, wie man Schätze und Sphären ausgraben kann. Und bevor ich loslege, gebe ich einen Tipp an dich weiter. Während des Grabens siehst du manchmal dunkle Steine. Sie sind sehr hart. Wenn du sie zu oft schlägst, bricht die Wand zusammen. Vergiss das nicht. Dann kannst du in Windeseile Schätze sammeln. Das ist ein schöner Tipp. Nur leider werden wir das hier in der Nuzlocke eh nicht machen. Ich bin der Erste, der im Untergrund Tunnel gegraben hat. Man nennt mich den Untergrundmann, also nenne auch du mich so. Ich habe ein Geschenk für dich, setze es mit Verstand ein. Asatu erhält Forschersack. Dieser Forschersack bringt dich in den Untergrund, wann immer du willst. Du musst ihn nur verwenden, wenn du... Und schon bist du in den Tunneln. Der Untergrund ist eine ganz andere Welt. Da kannst du dies, das und jenes tun. Lass dich überraschen. Ich kann dir beibringen, ein guter Höhlenforscher zu werden. Und bist du interessiert? Nein. Ich hatte gehofft, dir mein Wissen über die Geheimnisse der Untergrundtunnel weitergeben zu können. Aber ich kann dich ja nicht zwingen. Es ist allein deine Entscheidung. Niemand versteht mich. Ich finde immer nur Panzerfossilien. Mein Freund gräbt dafür immer zu Kopffossilien aus. Wieso denn bloß? Aber so schlimm ist es nun auch nicht. Wir können ja einfach tauschen. Ich gebe einfach einem Pokémon ein Panzerfossil und tausche es gegen ein Pokémon meines Freundes. Die Tunnel im Untergrund führen überall hin. Besuche sie mit deinen Freunden, indem du die drahtlose DS-Datenübertragung verwendest. Das habe ich damals, glaube ich, sogar relativ regelmäßig gemacht. Da haben wir uns dann immer aus unseren Basen die Fähnchen weggeradet. War eigentlich immer ganz nice. Hallo, hallo, ich bin der Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Nein, sollst du nicht. Verstehe, bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, hast du ein Pokémon namens Lombrero? Willst du es gegen Kyogre tauschen? Okay, ich hab ja diesen Randomizer auch so eingestellt, dass er diese Ingame-Tausch-Dinger hier komplett randomized, dass er das Pokémon, das er möchte und dass er sich bekomme, randomized. Und jetzt kriege ich einfach ein Kyogre, wenn ich ihm ein Lombrero bringe. Das finde ich ja mal richtig geil. Ja, den Spot merken wir uns. Wenn wir mal an einen Lombrero kommen sollten, dann hole ich mir hier auf jeden Fall einen Lekiogre. Das ist nämlich ein legendärer Encounter wäre es auch, aber es wäre auch ein Legend Encounter, denn den darf ich behalten, wenn ich ihn zu einem Tauscher halte. Hi, ich bin der Gebäudewächter. Ich bin 24 Stunden am Tag wachsam. Das ist schön für dich. Arenaleiterin Silvana geht oft in den Ewigwald. Ich frage mich, was sie dort macht. Ja, ich auch. Die Attacke Aufbereitung wird während eines Kampfes verwendet. Aufbereitung erneuert ein Item, nachdem es von einem Pokémon bereits eingesetzt wurde. Und die gibt mir das jetzt wahrscheinlich. Diese TM-Aufbereitung habe ich jetzt schon so lange. Ich kann sie einfach nicht richtig verwenden. Ich schenke sie dir. Hoffentlich kannst du mehr damit anfangen als ich. TM 67 erhalten. Vielen Dank. Ich habe viele Beeren gesammelt und tausche sie gegen Accessoires. Nächster Halt Herzhofen. Dort nehme ich am Wettbewerb teil. Das ist schön für dich, dass du am Wettbewerb teilnimmst.
Orden der Arenen oder gewonnene Wettbewerbe. Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten, ein Sieger zu sein, und ich hoffe, du findest etwas, wobei du der strahlende Gewinner sein wirst. Was machen die denn da? Hahaha, ich habe dich erwischt. Ich nehme jetzt deine Fahne. Oh mein Gott. Ich will den Kleinen erwischen. Du kannst mich nicht fangen. Ich habe Fallen aufgestellt. Oh mein Gott. Die laufen hier 24/7 um diesen Tisch herum, laufen durch Hocker ohne Kollisionsabfrage und tun so, als würden sie sich fangen mit Fahnen und Fallen. Oh mein Gott, das macht doch keinen Spaß, Mann. Okay, den Typ da merken wir uns auf jeden Fall für den Kyogre-Tausch irgendwann mal. Ich hoffe ja, dass ich wirklich einen Umbrero-Encounter mal bekomme. Das wäre echt so nice. So, Fahrrad, kann man das auch schon holen oder müssen wir da noch warten? Der Manager ist zum Gebäude des Team Galactic gegangen, aber er ist noch nicht zurück. Was hält ihn nur so lange auf? Okay. Dann werde ich wahrscheinlich erst die Arena auch machen müssen, weil da komme ich ja noch nicht rein. Was hat der denn eigentlich zu sagen hier? Hey, du da! Ja, du Trainer, du! Schon gut, du siehst zäh aus. Ich werde dir deine... Du kannst deine Pokémon behalten. So ein Trottel. Oh mein Gott! Mr. Hyperaktiv kommt zurück. Hey, Hasatu! Du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue anzusehen, stimmt's? Ich bring dich hin. Weil wie er mich immer anrempelt. Und dann steht da Bums. Das muss ich immer anhören, als würde er mich halbwegs umrennen. Aber was? Ah, hier haben wir ja die Pokémon-Statue der Stadt Tivi, genau. Fest miteinander verwoben geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Entschuldigt, geht zur Seite. Oh hey, bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee, die ist genial. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem Klasse-Trainer wird, na, wie klingt das? Also pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen, Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren, du bist unverwundbar, der unverwundbare Trainer. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss! Vielen Dank, Toba. Dankeschön. Ohne dich hätte ich diese Info jetzt nie bekommen und hätte wahrscheinlich elendig versagt in meiner Pokémon-Trainer-Karriere. Auf alle Zeiten. Es ist die Pokémon-Statue von Eevee, genau. Da hing wohl mal ein Schild mit einer Erklärung, aber es wurde abgerissen. Alter. Dass es in dieser ruhigen Stadt voll die Vandalen gibt. Aber es war wahrscheinlich Team Galactic oder so. Wobei, die interessieren sich ja nicht für diese Statue. Angeblich ist es ein mega geniales Pokémon, das vor Ewigkeiten gesehen wurde. Hey Kindchen, bleib bloß weg von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Eevee genau wurde zu Ehren eines Pokémon des Altertums erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb erhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, war sie der Mittelpunkt vieler Feste und Feiern. Ach, daher kam wahrscheinlich der Schaden mit dem Schild. Ihr habt die damals abgerissen in eurer Jugendsaufzeit. Hey, was geht hier ab? Also wirklich, hier geht aber auch alles den Bach runter. Jemand hat das Schild von der Pokémon-Statue abgerissen. Diese Vandalen. Jetzt kann doch niemand mehr die Inschriften lesen. Ja, frag mal die alte Frau daneben dran. Die hat das gemacht wahrscheinlich. Wieso macht so jemand so etwas nur? Hey, ich kann dir sagen, was auf dem Schild stand. Willst du es wissen? Ja. Die erste Inschrift lautete ungefähr so. Schöpfung von dir, Meister der Zeit. Im Lachen steckt Weinen und umgekehrt. Die gleiche Zeit fließt, der Segen von dir. Tja, irgendwie habe ich ganz schön viel vergessen. Soll ich dir verraten, was die andere Inschrift besagte? Wenn das genauso aufschlussreich ist wie das gerade eben, eigentlich nicht, aber okay.
Die zweite Inschrift lautete so oder so ähnlich. Geburt von Pall, Schöpfer der Paralleldimensionen, lebendig und doch nicht, Risse im Raum. Und im selben Universum zu Der Segen von Pall. Manche behaupten ja, es gäbe noch eine dritte Inschrift. Ich weiß nicht, was ich von der Theorie zu halten habe, denk mal darüber nach. Ein drittes Pokémon an der Seite der beiden, die Raum und Zeit kontrollieren? Es gibt einfach kein Pokémon, das so mächtig sein könnte. Gut, dann war's das, glaube ich, alles. Dann können wir jetzt zurückgehen. Oh mein Gott, Cynthia! Ich liebe Cynthia, die ist so geil. Ich meine, das ist mein Lieblingscharakter in ganz Pokémon, ich sag's euch. Oh, dieses Utensil da, ist das ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schön, hallo Hasatut, deinen Namen werde ich mir merken. Ja, hoffentlich. Mein Name ist Cynthia, ich bin auch ein Trainer, genau wie du, und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier in Ivigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums, hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen hier einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. VM01 erhalten. Die VM Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ich hab noch was vergessen. Richte Professor Albe meine Grüße aus. Och, Cynthia. Bleib bei mir für immer. Ach Gott, ich bin ja voll. Ja, ich wollte zum Markt eigentlich. Gibt es hier überhaupt einen Markt? Ja, hier gibt es einen. Jetzt ist ja dann Arena-Time. Jetzt haben wir hier echt alles gemacht. Supertränke. Supertränke wäre natürlich echt eine gute Sache. Da habe ich gar keine. Kann ich mir dann den kaufen? Ja, 9 ist blöd. Mache ich 5? Dann schauen wir mal, was hier los ist. Dann kaufe ich mal noch von jedem dieser Dinger hier einen mindestens oder zwei. Wobei Eisheiler... Eigentlich sind die Dinger wichtig, die ich im Kampf brauche, um das Pokémon... Ja gut, das ist da ist ein Eisheiler schon inbegriffen. Aufwecker vielleicht noch, ja. Der Paraheiler, weil Paralyse ist ewig nervig. Da habe ich 3. Und Gegengift habe ich 5. Okay. Das passt schon. Supertränke habe ich jetzt 5, wie gesagt. Okay. Tränke habe ich... Hoffe ich jetzt mal so, dass ich 10 habe. Dann bin ich wieder glücklich. Pokebälle 5. Ja komm, dann kaufe ich einen Supertrank noch dazu, dann ist das Geld weg und die... Und ich habe dann noch einen 6. Trank, der safe ist. So. Jetzt sollte ich aber die Arena mal schaffen können, vor allem wenn ich dann nach den Trainern immer ins Pokécenter zurücklatsche, müsste ich die Items eigentlich ganz gut sparen. Hallo, ich bin Silvana, die Arenaleiterin dieser Stadt. Der letzte, der mich herausforderte, war so ein ungestümer junger Kerl. Du kennst ihn, er hieß Toba. Er hat dich schon angekündigt, seitdem er gesagt hat... Seitdem er gesagt hast... Also, ich bin ja schon derjenige, der beim Lesen die Fehler macht, aber da steht halt tatsächlich hast und nicht hat. Das ist ein Fehler im Spiel, ich sag's euch. Seitdem er gesagt hat, dass du auf dem Weg hierher bist, bin ich ganz zappelig. In meiner Arena trittst du erst am Ende gegen die Arenaleiterin mich an. Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer in der Arena. Ich warte dann ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusch mich nicht. Dann mal sehen, was die... Eigentlich Pflanzenarena, denn für Randomizer-Pokémon für uns übrig hat. Willkommen, legen wir gleich los, ohne großes Trara. Ein Galopper! Das ist das genaue Gegenteil einer Pflanzen-Pokémon-Arena. Alles gut. Okay, dann fangen wir mal an mit Silberblick. Feuer gegen Feuer. Weil ich muss den mit Ruckzuckhieb killen, weil Feuerattacken machen kein Damage und ich habe echt kein Wasser-Pokémon oder sowas. Da habe ich echt noch voll das Problem. Ich hoffe jetzt dann, dass mal mein
von Uminas eine anständige Steinattacke lernt. Das wäre jetzt nochmal langsam notwendig. Oder ich kriege einen Wasser-Pokémon-Encounter, das ist mir auch recht. Wie zum Beispiel ein Lombrero. Okay, Galoppa. Ist jetzt down. Und ein Knarksel. Okay. Ein Knarksel. Das ist natürlich Zeit für Firnontor. Und Sandwirbel. Oh Mann. Ich hoffe, mein Pokémon trifft jetzt noch, weil das wird eh One-Hit-KO. Eissturm. Jawohl, das war's. Und tschüss, Knarksel. Okay, Level 21. Die Blumenuhr in dieser Arena. Du kannst auf ihren Zeigern laufen. So gelangst du zum nächsten Trainer. Auch diese Blumenuhr. Die Uhr ist so langsam. Ich glaube, das ist die Uhr, die die Engine von diesem Spiel bestimmt. Auf jeden Fall eine Erklärung dafür, warum das ganze Game so langsam ist. Das ist mir übrigens damals, wo ich das auf dem DS als Kind gespielt habe, gar nicht so aufgefallen. Aber seitdem ich das ja im Internet und gelesen habe und dass das allseits bekannt ist, dass die Engine der vierten Generation, also insbesondere jetzt von Diamant, Perl und Platin, träge ist und langsam. Ich glaube, bei Hardgold SoulSilver ist es dann nicht mehr. Fällt es mir dann doch auch auf, also jetzt hier im Nachhinein. Meine Pflanzen-Pokémon haben ein paar überzeugende Angriffe drauf. Vielleicht kommst du nicht an mir vorbei. Wenn du denn auch Pflanzen-Pokémon hast. Oh, hast du ein Sonnenkern? Auch nur das schwächste Pflanzen-Pokémon, was du haben kannst. Das ist im Grunde das Carpador der Pflanzen-Pokémon. Wobei, ich glaube, das Carpador der Pflanzen-Pokémon ist eher Hopspross. Das kann nämlich auch nur Platscher, wenn man es am Anfang fängt. Arcani! Da bleibe ich gleich bei Tornupto. Weil ich dann nämlich genauso wieder... Aber Arcani gebe ich meine Rauchwolke, dass der schon mal Genauigkeit verliert. Ich glaube, der kann auch normal attacken wie ich. Ah, er kann auch Biss. Okay, aber Biss sollte nicht so effektiv sein. Machen wir mal ein paar Silberblicks rein, dass es ein bisschen schneller geht. Feuerzahn sollte kein Damage machen. Genau. Und ruckzuck Hieb. Brüller. Oh mein Gott, ich hoffe, der ruft jetzt nicht. Er ruft Firnontor. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er ruft nicht Firnontor. Du kannst nicht gegen Firnontor kämpfen. Das ist ein Eis-Pokémon. Das lasse ich nicht zu. Jetzt macht er wahrscheinlich wieder Brüller und es kommt nochmal für ein Tor. Das wäre so super. Ah, es geht daneben. Okay, dann mach mal Ruckzucki. Schön, schön. Feuerzahn. Boah, sie hat nicht geheilt anstatt Feuerzahn und hat dafür Feuerzahn gemacht. Das ist ja richtig dumm. Voluminas. Ein Voluminas. Ich weiß jetzt nicht, kann das Voluminas... Ja gut, dann hätte mein Voluminas auch schon eine Steinattacke gelernt, ne, wenn das eine könnte.
mache jetzt auch mal Rauchwolke, dass das eventuell nicht mehr so oft trifft. Ja, es macht Tackle. Ja, das kann genauso wenig eine Steinattacke wie mein Voluminas. Aber es kann Eisenabwehr machen, das kann es natürlich schon. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich switch jetzt mal... eine Frage. Auch zu Volumina switchen oder mit Tornupto mal drin bleiben? Probier mal Flammenrad. Das sollte ja normal effektiv sein, da er ja auch ein Stein-Pokémon ist. Aber er brennt, das ist in Ordnung. Und ich mache weiter Rauchwolke. Weil er wird jetzt wahrscheinlich höchstens Tackle angreifen oder seine Verteidigung stärken. Aber er müsste ja auch diese Magnetbombenattacke haben, die ich habe. Und vor der habe ich ein kleines bisschen Schiss, wenn ich jetzt einen Senko reinwechsle. Das war nämlich gerade eigentlich mein Plan. Den Senko reinwechseln und dann mit Zertrümmerer arbeiten. Aber ist mir fast ein bisschen zu unsicher, wenn er jetzt mit Magnetbombe kommt dann. Ah, genau das meine ich. Ich hoffe, das macht mein Tornupto jetzt nicht down. Okay. Auf Tornupto ist es nämlich nicht effektiv. Deswegen mache ich es lieber auf die Safe-Variante hier. Jetzt sollte ich ja schon einige Rauchwolken reingeballert haben. Gut, die Magnetbombe trifft trotzdem nach wie vor. Ich glaube, die Trainer hier, die heilen keine Statusveränderungen, soweit ich weiß. Machen wir dann einen Drang. Jetzt natürlich ein bisschen die Noob-Variante und total unspannend, aber ich will hier echt keinen Encounter jetzt verkacken. Ich bin echt unsicher, was so ein Step-Magnetbombe an Senko ausrichtet, deswegen mache ich das lieber mal so. So, jetzt kann er nicht mehr heilen und jetzt habe ich ihn down. Okay. Ja, es war jetzt wirklich der unspektakuläre Kampf. Ein Tornupto-Solo-Run vor allem auch, aber ich wollte es jetzt wirklich nicht riskieren. Das war mir jetzt ein bisschen zu happig. Nach jedem Sieg über einen Trainer bewegen sich die Zeiger der Blumenuhr. Auch der Springbrunnen schaltet sich aus, wenn ich verliere. So kannst du auf dem Weg zur Leiterin im Pokémon Center vorbeischauen. Das werde ich auch mit Sicherheit tun. Oh, Wasser aus und ich gehe zum Pokémon Center zurück. Schön Pokémon geheilt und jetzt wieder zurück. Jetzt habe ich, glaube ich, bis auf ein oder zwei Tränke noch keine Items verbraten. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Der liebliche Duft meines Pokémon wird dich von einem Sieg ablenken. Also der letzte Trainer, der sowas gesagt hat, hatte danach ein Arktos. Und du hast so einen Regirock, na gut. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Es ist natürlich total dumm, aber immer wenn Leute sagen, ihre Pokémon riechen gut, dann kommt ein legendäres Pokémon. Das ist Fakt. So gut. So, was mache ich jetzt? Jetzt mache ich Rauchwolke auch wieder. Oh, Neutraltorso. Neutraltorso, natürlich hat er Neutraltorso. Oh, er ballert seinen Angriff und seine Verteidigung hoch. Ich würde schon gerne Vergiftung durchkriegen, ne? Hat Paras auch eine Vergiftung, Giftbruder? Hm? Aber
Paras, Smetbo ist halt gleich Vierfachschwäche. Machen wir mal Paras und machen, schauen, ob wir einen Giftpuder durchkriegen. Weil der wird wahrscheinlich sich jetzt darauf einspielen, nochmal Flug einzusetzen, ja. Initiative runter, Angriff und Verteidigung hoch. Mache ich nämlich jetzt Giftpuder und lasse ihn dann langsam dahin siechen. Und dann hole ich unter Umständen jetzt dann Voluminas raus und mache das auch wieder aus einer. Nein, bitte kein Bonnet KO. Natürlich geht Paras down. Ich sag euch, der Paras-Encounter. Der Paras-Encounter ist unter keinem guten Stern. Ich hab's natürlich. Ich hab noch gesagt, Schwäche hat er schon, aber ich wollte halt die Vergiftung auslösen. Und besser als Smetbo zu verlieren. Ernsthaft, ganz ehrlich. Das war ja jetzt fast schon herbeigerufen, also. Oh Mann. Paras down. Ich glaube, ich sollte mit 5 Pokémon rumlaufen und kein 6er mehr reinholen, weil immer alle, die für den Slot von Paras und dem ganzen anderen Pokémon ersetzt werden, sind immer dem Tode geweiht. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie so eine Regel. Stampfer. Okay. Ich werde das jetzt weiter so machen. Ich werde jetzt ganze Zeit Magnetbombe einsetzen und mit dem Gift DOT arbeiten. Ich habe meinen Paras eh schon verloren. Das kann ich jetzt gleich noch verabschieden vor der Arena. Da rennen vielleicht mit einem neuen Pokémon dann gleich rein hingehen. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch gar nicht traurig über das Paras. Ich meine, das war jetzt mal wieder mein einziges Pflanzen-Pokémon. Scheiße gelaufen, aber ich habe es eigentlich schon geahnt, dass das passiert. Das ist. Jetzt hoffe ich dann nur, dass ich nicht unbedingt ein Pflanzen-Pokémon brauche dann bei der Arena-Leiterin. Beispielsweise so ein Wasser-Pokémon mit einem Pflanzen-Pokémon schon deutlich angenehmer, gerade in meinem Team, wo ich echt nichts anderes habe dagegen. Und Gift, und dann müsste eigentlich erledigt sein. Ja. Ja gut, also dadurch, dass der Gift, dass mich dieser Gift-Damage jetzt eigentlich schon geholfen hat, ist der Verlust von Paras immerhin von so einer halben Heldentat gezeichnet, kann man sagen. Und wieder bewegt sich die Blumenuhr. Die Zeit verfliegt, hat sich verfliegt gesagt, ich hab's nicht gesehen. Nur die Arena-Leiterin ist jetzt noch übrig. Geh schon, hab keine Angst. Angst habe ich sowieso nicht. Auch nicht von dem Pokémon-Spiel. Ich gehe jetzt nochmal in den Pokécenter zurück. Und dann nehme ich jetzt dann gleich den sechsten Encounter wieder mit zum der Arena-Leiterin. Die sind, glaube ich, dann schon krass unterlevelt. Die werde ich wahrscheinlich dann nicht verwenden. Oder soll ich ihn lieber gar nicht verwenden und mit 5 Pokémon zur Arena-Leiterin gehen? Weil sollte der ganze Nuzlocke jetzt durch die Arena-Leiterin verkacken, würde ich dann gleich ein Pokémon mit in den Tod reißen, das ich dann sonst noch als Backup nehmen könnte. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir hätten einen Ninjask und einen Snobili-Card. Noch ein Käfer, da hätte ich noch ein Pokémon mit einer Feuerschwäche, wäre super. Ich denke, ich werde Snobili-Card reinnehmen. Aber jetzt nehmen wir erstmal Paras raus und er nimmt Schafzahn mit. Na gut, scheiße. Okay, Paras? Auch da auf meine Abschiedsrede an dich. Ich meine, du bist für Roselia eingesprungen und bist in dem Todesencounter. Vielleicht löst sich dieser Fluch auf, wenn ich jetzt den Encounter mal eine Zeit lang ruhen lasse und den sechsten Slot mal vorerst nicht besetze. Aber ja, Paras, auch du hast nicht so lange mit mir zu tun gehabt. Hattest die ein oder anderen guten Kämpfe, gerade in dem Offscreen-Training warst du auch relativ hilfreich. Und ja, du bist durch deinen Solarstrahl schon ziemlich geil gewesen als Pflanzen-Pokémon, aber wahrscheinlich schon durchaus ersetzbar. Jetzt momentan zwar nicht, aber insgesamt wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall, trotzdem tut's mir leid, ich hätte dich gerne im Team behalten. Aber Paras, du
wirst jetzt in die Freiheit entlassen. Tut mir leid. So, Aras ist down. Aber ganz ehrlich, ich bin echt froh, dass das nicht mein Smetbo war stattdessen. Also, das war echt ein Anliegen von mir fast schon. So, ich lasse jetzt wirklich den 5. Slot frei. Weil in der Arena einen Encounter zu verlieren, das ist ja eh schon immer so ein schlechtes Zeichen, dass vielleicht noch mehr schlimme Dinge passieren könnten. Ich hoffe es echt nicht, weil alles andere, was ich jetzt in meinem Team habe, ist echt nicht entbehrlich. Das hat aber gedauert. Ich bin die Leiterin von der Vigenors Pokémon Arena. Mein Name ist Silvana. Mache dich auf meine Pflanzen-Pokémon gefasst. Schon als ich dich als das erste Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich behielte recht, schon an deiner Nasenspitze erkennt man den Gewinner. Ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben. Auf in den Kampf! Okay, Silvana. Ostetje! Damit komme ich klar. Sollte mit meinem Mutanukto an sich kein Thema werden, Flammenrad, und schon ist das Ding down. Außer das Flammenrad trifft jetzt nicht, das könnte dann schon noch dumm werden. Oh, natürlich trifft es nicht. Komm schon, jetzt ruft sie zurück. Sie ruft zurück. Oh mein Gott. Ein Wailord, ein Wailord! Es kommt echt ein Wasser-Pokémon! Warum? Jetzt ist mein Paras down. Jetzt könnte ich das nur Lastal gebrauchen. Wow, das war gar nicht mal so uneffektiv für eine Feuerattacke. Ich baller dem jetzt mal eine Rauchwolke rein. Ich hoffe, dass das hilft. Aquaknarre. Sollte jetzt nicht das K.O. sein für mein Tornupto. What? Okay, aber fast. Leute, macht mich nicht fertig. Okay, das muss ich mit Senko machen, was anderes habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss das mit der Normalattacke schaffen. Und Schlitzer ist echt eine krasse Attacke. Ich muss irgendwie Schwertanze reinballern und schauen, dass ich da genug Angriff hochpushe. Ich den fetten Wailord da One-Hit-KO jetzt dann mit Senko. Zum Glück zieht Aquaknarre nicht so viel ab. Und so viele Attacken hat er, glaube ich, auch gar nicht. Mache ich mal einen Superdrang drauf. Und Aquaknarre geht daneben. Okay, da wirkt ein bisschen meine Rauchwolke, das ist gut. Schwertanz Nummer 2. Ich glaube, das drei Schwertanze will ich drin haben. Also, ich will schon die drei Schwertanze drin haben, auf jeden Fall. Dann ist nämlich Schlitzer übelst OP. So. Jetzt kann er nochmal Aquaknarre machen, dann ist er eh down. Aber ich könnte auch nochmal heilen vorher. Weil ich gehe mal davon aus, egal was danach kommt, werde ich Senko drin lassen. Weil mit den drei Schwertanzen ist der übelst OP. Wenn sie nicht mit einem Kampf-Pokémon kommt, dann sollte ich auch mit Senko safe drin bleiben können. Also, es wäre wahrscheinlich möglich. Jetzt schauen wir mal. Aquaknarre bleibt im grünen Bereich. Jetzt mache ich Schlitzer und jetzt sollte das down sein. Jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Am besten jetzt dann ein Dragoran hat sie noch. Okay. Ja gut, an sich kann ich das Dragoran One-Hit. Ich schau mal. Jawohl, es hat geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Mein Senko ist mit seinem Schwert dann schon echt OP. Und vor allem Schlitzer ist wirklich eine richtig mächtige Attacke. Als normal Stab. Und das Frostetje, das ist ja nicht gestorben, das hat er ja rausgewechselt. Dann nehme ich jetzt natürlich nicht Schlitzer, weil es keine Wirkung hat auf ein Geist-Pokémon. Oh, ich muss aber heilen. Geh nicht so mit Tornupto wieder in den Kampf zurück. Ich hoffe, dass Frostetje nichts hat. Oh, sie macht Konfusstrahl. Ist eh egal, weil ich es rauswechsle. Solange sie jetzt nicht Konfusstrahl gleich auf Tornupto macht, wenn ich ihn rein gewechselt habe. Sollte die Arena jetzt dann gleich erledigt sein? Doppelteam. Ist eine Frage, hat sie Doppelteam jetzt schon vor dem Wechsel eingeloggt oder hat sie jetzt Doppelteam absichtlich eingesetzt, nachdem sie Tornupto schon gesehen hat? Weil dann fände ich die Aktion total dumm.
sie hat sogar überlebt. Erstauner. Erstauner. Es gibt doch wahrscheinlich echt keinen Fall, in dem Erstauner Damage macht. Nicht mal als Step auf eine Vierfachschwäche oder so. Die Attacke ist einfach nur scheiße. Oh, das sollte mit Flammrad... Oh, jetzt geht's daneben. Okay, jetzt ist natürlich Doppelteam doch nicht so dumm. Aber Erstauner kann, glaube ich, zurückschrecken lassen, oder? So, dann ist es so Muggelhieb-mäßig. Praktisch der Muggelhieb für Geist-Pokémon. So, Arena gesichert. Hätte aber durchaus brenzlig werden können mit dem Wailord. Wenn ich nicht meine Schwertanz... Buff-Action abgezogen hätte. Naja, okay, und wir hatten Paras als Verlust. Aber damit hat jeder gerechnet, ganz im Ernst. Hab ich schon erwähnt, dass du ein richtig harter Brocken bist? Es muss doch schwer gewesen sein, deine Pokémon so gut zu erziehen. Daran erkennt man wohl, wie gern du deine Pokémon hast. Als Zeichen der Anerkennung sollst du das hier haben. Asatur erhält den Waldorden von Silvana. Achso, hat den Waldorden von Silvana erhalten. Okay. Dann war doch wieder kein Grammatikfehler und ich habe wieder zu falsch vorgelesen. Auch in Ordnung. Der Waldorden erlaubt es dir, die versteckte Maschine Zerschneider außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Mit den zwei Arena-Orden, die du bereits besitzt, werden dir alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Hier ist noch eine kleine Überraschung für dich. Ein kleines Geschenk von mir. TM 86 erhalten. TM 86 enthält die Attacke Strauchler. Es ist eine meiner liebsten Attacken. Bringt der Gegner ein hohes Gewicht auf die Waage, ist der Schaden umso größer. Strauchler ist geil, ja. Ich bezweifle nur, dass ich irgendein Pokémon im Team habe, das das gerade lernen kann. Okay. Auch kein Storypart nach der Arena, gut. Im Ernst, ich bin es von so vielen Pokémon-Spielen gewohnt, dass wenn du aus der Arena kommst, erstmal irgendeiner dasteht oder kommt und du erstmal nicht weitermachen kannst, weil irgendein Storypart da folgt. So, dann sind meine bestehenden Pokémon geheilt, die ja die Arena lebendig verlassen haben praktisch. Jetzt nehme ich mal ein Pokémon vor, was dann leveln muss wieder. Gut. Und dann beenden wir den Part hier mit einer erfolgreich errungenen zweiten Arena. Und das nächste Mal zeige ich euch dann, was ich für ein Pokémon in mein Team wieder reingenommen habe. Und dann setzen wir unsere Reise hier fort. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.